eliminiert das feindliche Team. Runde beginnt. Hey, liebe YouTube-Freunde, willkommen zu German Warface. Ja, wir spielen heute Team Deathmatch auf der Map Motel. Irgendwas müssen wir ja machen. Und ich habe mir gedacht, wir machen da immer ein Team Deathmatch. So, kleinen Einwärmen. Mal gucken, wie das so laufen wird. Erster Kill. Aber nicht fürs Blatt, leider. Der schimmelt da hinten mit einer BT-50. Okay, wir lassen ihn mal außen vor. BT-50, sehr schöner Typ, definitiv. Hab ich auch mir im Shop gegönnt, eine BT-50. Lol. Lol. Da, da. Ich schlag ihn nieder aus der Entfernung. Weg ist er. Der schimmelt da hinten, das heißt, er muss getötet werden. Wo sind die Gegner? Da waren Gegner. Ich habe ein bisschen mich noch nicht eingewärmt, deswegen könnte es sein, dass es ein bisschen schwieriger für mich wird zu aimen. Aber es geht einigermaßen. Weil das ist meine erste Runde und wenn ich jetzt, ich sag mal, 6-7 Runden gespielt habe, dann läuft es eigentlich. Aber so für meine First Round geht es einigermaßen klar, muss ich sagen. Die Typen kommen gar nicht drauf klar, was sie machen sollen. Ich höre da noch was. Ich höre die Steps der anderen Gegner, aber ich höre die Steps zwar von den anderen, aber auch von meinen Teammates, die keine lautlosen Stiefel benutzen. Trickshot 1. Oh, 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 der bewegt sich zu viel. Scheiß Spawnshots, ey. Ich habe gehört. Wie die stampt, wie so ein Schmuck. Oh, 10 zu 3, läuft. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Granate! Zexel wurde getötet vom Knife. Yo. Der Typ hat es mir aber gegeben. Respekt. Die Scout ist besser, mein Freund, als die normale TWM. Wie ihr seht, habe ich kein Aim. Das war cool. Oh, da kam noch einer. Da kommen immer so 100 Leute erstmal um die Ecke. Versuchen, die noch den Kill abzustauben. Naja, kann man nicht ändern. Bisschen noch leiser, weil das mir ein bisschen zu laut ist. Aber sonst... Andrea, Alter. Was war das denn jetzt? Standbild und so ein Schmuck.
Oh, das war gut. Das war echt scheiße von mir. Das war echt schlecht. Aber ich habe irgendwie auch eine schlechte Runde. Trotz meiner 2er-KD habe ich eine schlechte Runde. Man kann noch mehr rausholen aus dem Aim. Das Komische ist ja, ich mache keine Hits, aber die Gegner. Hat er sich hingelegt, durchs Feuer geschossen und ich konnte ihn nicht mehr hitten. Och, Medic. Ich muss mich nur ein bisschen einwärmen, ne? Ach, eine Runde eingewärmt bin ich leider noch nicht, das ist ein bisschen schade. Ja, gut, der hat auch lange gebraucht. Nur ich habe den ersten Schuss abgefeuert, weil ich mir nicht mit Zeit bewusst bin. Ich habe mir schon gedacht, wo ist denn der? Der Typ, ne, bekommt keine Hits, seht ihr das? Der legt sich hin. Trifft mich. Ich schieße mit der Pistole an. Passiert nichts. Das ist immer schon so gewesen. Das ist doch scheiße! Man kommt um die Ecke gesprungen, drückt ab und trifft den trotzdem nicht, obwohl man den voll im Scope hatte. Das ist so abartig. Aber was will ich dagegen tun? Das ist halt Warface. Nee. Töte mal HT Spaskal. Genau, Zexel, gib ihm. Gib ihm fest in den Hintern. Immer diese Drecksrunden, ey. Ja! Getötet, du Mizzet. Habt ihr das gesehen? Mr. Blackjack hat einen Red Ping, nicht wahr? Ja, Yellow Ping. Kein Wunder, dass er mich durch die Wand holt. 23-14. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Für einen Sniper ist das sehr bad. Der legt sich wieder hin! Dieser hat der... Pascal, ne? Der ist so ein kleiner Hund, ne? Das gibt's nicht. Der Typ. Und denkt, er wäre der Oberprofi. BD50 Lappen. Lass das mal außen vor. Oh, nice. Ja, gut, wenn dann noch einer hinter diesem Scheiß kommt, dann mach ich da nichts, ne? Also, jetzt mal ernsthaft. Aber 28-16 ist ja noch einigermaßen akzeptabel. Auch wenn da mehr noch wäre, ne? Auch wenn das nur eine 1,7er oder 1,6er KD war. Ja, noch 11 Sekunden. Ein Kill möchte ich gerne noch machen. LOL, Titan.
Oh, der eine hatte Tide oder er hatte noch Spawnschutz. Das wäre natürlich scheiße, wenn er Spawnschutz hat. Aber GG definitiv für die Runde. Auch wenn ich da nicht viel gelabert habe. Joa. 1,8er KD geht voll klar. Spiritus hatte 9er KD. Naja, wir lassen das mal offen, ob der wirklich hackt oder einfach nur gut ist. Ich bin da mal jetzt mal sehr offen. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Bis zum nächsten Mal. Haut raus. Ciao.